für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Dieselben, die sich von Cerberus Reaper... Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und... Leider ist sie nicht hier. Shepard, Ihre Informationen sehen gut aus. Die Flotten sind bereit. Aber? Wenn wir gegen Cerberus vorgehen, werden es die Reaper bald darauf mitbekommen. Und der Tiegel? Fertig. Bis auf den Katalysator. Aber wir können die Schiffe, die Cerberus angreifen, nicht verstecken. Sobald wir angreifen, ist der Tiegel nicht lange sicher. Eine Aktion gegen Cerberus wäre die erste Phase unseres Angriffs auf die Erde. Was ist, wenn Cerberus die Info nicht hat, die wir brauchen, oder wir sie nicht bekommen? Dann fliegen die Flotten zur Erde und wir hoffen das Beste. Aber wir sind sicher, dass Cerberus und der Unbekannte die Information haben, die wir brauchen. Und wir werden sie überraschen. Cerberus ahnt nicht, was sie erwartet. Die Reaper und Cerberus haben angefangen und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Alles ist bereit, Shepard. Und Sie? Sind Sie bereit? Bringen wir es einfach hinter uns. Einfach wird daran gar nichts, Ash. Nicht? Wird es etwa anstrengend? Ash, ich weiß, was Sie da versuchen. Hey, nicht ablenken. Reden Sie mit mir. Was ist los?
Ich lenke nicht ab. Ich denke nur an alle, die wir in diesem Krieg verloren haben. Ich verstehe. Geht mir auch so. Ich war ohne sie verloren. Der Gedanke, sie wären tot, hat mir das Herz gebrochen. Und dann kamen sie zurück. Es war ein Wunder. Scheiß auf die Wissenschaft. Ein verdammtes Wunder, Shepard. Ohne sie ginge das alles nicht, Ashley. Genug, damit ich erkenne, wenn ich über etwas Gutes stolpere. Sie müssen gar nichts sagen, Shepard. Doch, muss ich. Ich liebe sie. Ich habe an ihnen gezweifelt und sie verloren. Das passiert nicht nochmal. Sei still und küss mich. Eine leichte Schlafstörung. Wundert mich, dass du bei all dem überhaupt schlafen kannst. Du hast recht. Nur eine kleine Unruhe. Unruhe, sagt er. Was? Du bist erstaunlich. Nichts. Ich liebe dich. Dass du hier bist, bei mir, das bedeutet alles. Shepard. Ich liebe dich. Das Einsatzteam ist drin, Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard. Ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Thank you.
Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, werden Sie nicht beleidigend. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Die haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edie. Die fünfte Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Sicher kein schönes Gefühl, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Und Sie auf sich. Cerberus will den Hangar entlüften. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Hangar 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Edie, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Thank you.
Cerberus-Team ist unterwegs. Sie haben wohl rausgekriegt, was wir machen. Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt. Dann nichts mehr runter. Starte Jäger. Perfekt. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Dann sollten wir gehen. Ich habe diesen Ort jetzt schon satt. Machen Sie Meldung. Ich bekomme Berichte, dass Sie die Tür mit schweren Gerät durchbrochen haben. Negativ. Wir haben einen Jäger gestartet. Edie, schaffen Sie es? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangar-Entlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Was?
wirklich übel. Sie verheizen einfach ihre Truppen. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereit. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Als die Kollektoren die ursprüngliche Normandy zerstörten, hat Cerberus ihre Leiche geborgen. Projekt Lazarus war der Codename für ihre Rekonstruktion, damit sie die Reaper bekämpfen konnten. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich dachte, sie wären nur bewusstlos. Aber das klingt schlimmer. Sieht so aus. Wie fühlt sich das an? Erinnern Sie sich an etwas von drüben? Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Vergessen Sie diese Cerberus-Freaks. Egal, was andere sagen. Sie sind sie. Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lawson wird einen Weg finden. Sir, Sie wissen schon, dass Shepard auf Akkus dabei war. Eine Cerberus-Aktion hat seinen ganzen Trupp ausgelöscht. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Und das haben Sie auch. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte Ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und jetzt bringen wir alles wieder in Ordnung. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen Sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessier Red. Dieser Hurensohn hat sie reingelegt. Wie läuft's mit der Tür, Eddie? Wir können weiter. Angriffsteam, wie ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ. Machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Noch mehr.
Wir müssen die Techniker aufhalten, bevor sie noch mehr Geschütze aufstellen. Überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Das hier haben wir wiederhergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren. Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja. Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Ich habe von dem Luna-Vorfall gehört. Unangenehme Sache. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Die Simulationen zeigen, dass Edi auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf Edis Empfehlungen zu lang. Edi? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für es. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme? Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten? Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner-VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht akut, Shepard. Ich will, dass bei dieser Aktion alle mit dem Leben davonkommen. Ich schaff das schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Die 5. Flotte setzt Ihnen ganz schön zu. Sie wird das erledigen.
einsatzbereit. Ihr Eifer ist lobenswert, aber an die Kybernetik muss man sich wirklich erst gewöhnen. Sie erinnern mich in der Tat an Shepard. Shepard hat sie verraten. Shepard hält immer an seinen Überzeugungen fest. Er irrt sich. Aber ich respektiere seine Entscheidung. Machen Sie nach Ihrer Therapie einen Plan für die Citadel. Rasa Odina ist gefügig. Jawohl, Sir. Ich hätte ihn gehabt. Schon. Aber der Rat hatte Priorität. Nicht Shepard. Nur wegen ihm ist der Rat noch an der Macht. Shepard beschäftigt die Reaper, während wir weiter forschen können. Aber sie werden ihre Chance auf einen Rückkampf sicher noch bekommen. Gehen Sie nach Tessia. Shepard kommt auch bald. Und Sie erwarten ihn. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Mit der Proteaner VI können wir herausfinden, was der Katalysator ist. Mit dem Durchbruch in der Zuflucht haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein paar lose Enden kappen. Shepard, er hätte auf Tessia sterben sollen. Soll ich ihn erledigen? Sie sollten Shepard jetzt noch nicht töten. Falls möglich. Vorerst hat die Zuflucht bewiesen, dass man Reaper kontrollieren kann. Und sie zum Ziel gemacht, Miranda Lawson. Holen Sie die Daten von der Zuflucht. Und wenn Miranda Probleme macht, kümmern Sie sich drum. Aber mit Vergnügen, Sir. Menschliche Proto-Reaper, den Shepard zerstört hat. Was davon übrig ist. Ich nehme an, Cerberus hat ihn von der Basis geborgen. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Jetzt sind sie hier. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Kopf ist größtenteils intakt. Ich nehme an, sie benutzen ihn für komplexe Rechenoperationen. Unterwegs. Gut. Ich hasse Versteckspielchen. Da kommen die Mädels. Versuch jetzt mal zu springen. Dem Ding kriege ich Gänsehaut. Als würde es uns beobachten. Es wollte mich beim letzten Mal umbringen. Es kann so viel beobachten, wie es will. Ah!
Raisons Gehirn ist kaputt. Er muss am Ende komplett unter Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindungen umzuschreiben? Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir? Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören Sie nur noch unsere Stimme. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein, wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen, alle Opfer, jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jaina. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Wir müssen die Proteaner-VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner-VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tigel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen
Frieden zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Dann können Teagle und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Teagle hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Teagle-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Teagle nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Teagle fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt. Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Teagle zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edie, ich brauche Hackett. Er... Nicht so schnell. Sie... Sie sollten doch nicht zu lange bleiben.
Das war für Miranda, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben sie Erfolg. Sie haben nicht versagt, sie haben uns eine Chance gegeben und noch sind wir nicht am Ende. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber rauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende.